Also gut. Region Befrieden ist hier hinten. Okay. Super. Wie sieht die Nahrung aus? Bleib mal hier bei dem Lager. Die sollen erstmal alles einnehmen, was hier da ist. Ein Brief von Kleopatra. Eine kleine Schar Reiter passt euch auf eurem Weg ab. Um das zu bewerkstelligen, galoppieren ihre Pferde bis zur Erschöpfung. Die Kleider des Anführers wirken exquisit, aber das ist durch den Straßendreck kaum noch zu erkennen. Er übergibt euch einen Brief, der das königliche Siegel der Kleopatra trägt. Legate, das Schicksal will es, dass unsere Interessen sich erneut decken. Wir treffen uns am Hof des Himmels. Macht euch sofort auf den Weg, denn es ist keine gute Idee, eine Göttin warten zu lassen. So verfüge ich, Kleopatra Philopator, rechtmäßige Königin Ägyptens. Ihre Majestät hat gelernt, dass Würze in der Kürze liegt, wie es scheint. Nee. Es wäre nett, wenn sie uns ein wenig mehr verraten hätte. Die Boten warten geduldig. Ja, sagt eure Königin, ich werde mich so bald als möglich mit ihr treffen. Das ist klar. Die Reiter verbeugen sich respektvoll, wenden ihre Pferde, verfallen wieder in wilden Galopp, der sie auch zu euch geführt hat. Du bleibst jetzt trotzdem mal hier. Zuerst will ich das Zeug einnehmen. So lange muss sie sich leider gedulden. Feinde rücken an. Richtung Zielregion. Prätorianer wieder ausschicken. Vorenus. Okay. Um mögliche Gerüchte zu grübeln. Einigt sich Herangehensweise. Okay. Vorenus macht das. Verbogenes Tal wird von der stationierten Garnison verteidigt. Das ist gut. Ach, die greifen wieder hier an. Okay. Und den Steinbruch noch einnehmen. Gut, da kann ich aber schon mal Richtung Hof des Himmels aufbrechen. Die will ich ja eigentlich wirklich nicht warten lassen. Wir warten das gleich. Oh Junge, mein scheiß Gedächtnis. Ich hab vergessen, wo der Hof des Himmels war. Das ist aber schon ein Stück. Na egal, reite mal hier hin. Nemesis. Trotz der Schönheit der Landschaft passiert es schnell, dass die Gedanken beim Reisen abdriften. Ihr habt eine Region mit schwierigem Gelände erreicht und der Pfad ist verschlungen und verzweigt, als würden eure Gedanken die Umgebung spiegeln. Bevölkern zahllose Überlegungen zu Truppenbewegungen und zur Politik euren Geist. Ihr schreckt aus euren Gedanken auf, als ihr das dumpfe Geräusch von Pfeilen vernehmt, die abgeschossen werden. Ohne nachzudenken stürzen sich eure Prätorianer von den Pferden neben Schilde. Dadurch entgehen sie dem schlimmsten Beschuss. Ihr könnt euch nicht beherrschen und malt vor Wut mit den Zähnen. Als ihr seht, wer da aus dem Dickicht tritt, es sind ganz eindeutige Römer, es ist die Wixie. Ihr habt keine Zeit, eure Leute um euch zu versammeln. Ihr müsst gemeinsam mit den Männern kämpfen, die zufällig in der Nähe waren, als Wixie angriff. Na, das ist doch mal interessant. Oh Gott, da bin ich ja mal gespannt, wer hier dabei ist. Vorenus natürlich nicht. Wen habe ich hier dabei? Pullo ist mit dabei. Consitius ist dabei. Fabius soll im Zelt sein. Ich weiß nicht, was der hier macht. Ah, gut. Aber sehr interessant gemacht. Aber schön, Dianera ist mit dabei. Interessante Position.
Die kenne ich schon so, die Position. Fällt mir gerade ein. Am besten könnte ich es von hier verteidigen. Was sind das? Das sind leichte Krieger, die hier kommen. Also wäre es am liebsten, wenn wir alle nach hier vorrücken und wieder einer, der die Richtung hält, mit dem Bogenschützen als Verstärkung. Also komm mal her, du gehst hier hin. Und Pullo geht hier hin. Oder besser gesagt, du gehst hier hin. Ceso ist natürlich mit dabei, Dianera ist dabei. Ihr zwei zieht euch dann langsam zurück, die können ruhig zusammenarbeiten. Auf in den Kampf, Brüder! Mir nach! Ich glaube, ich kann ihnen in die Flanke fallen. Okay, Ceso, lösch sie mal. Ich brauche Hilfe! Er ist schon da. Reißt euch zusammen! Es ist nur ein Kratzer! Kalida, du gehst hier hin. Ja, schieß erstmal auf den Spaß. Super. Was für ein toller Schuss. Schöner Treffer, diese Ratte. Okay, Pullo, komm schon. Dann macht das. Gut. Gut gemacht. Okay. Die müsst ihr irgendwo hinstellen, ja, alles klar. Haltet die Position. Jetzt kriegen die schon hin. Gegen die paar Gestalten. Okay. Wenn sich irgendjemand bewegt, bekommt er einen Pfeil ab. Kann mir jemand helfen? Lasst mich das mal ansehen. Du musst den löschen. Ich brauche ein wenig Aufmerksamkeit. Ihr werdet wieder. Und Verband drum machen. Gut. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir helfen. Zurück in den Kampf, Soldat. Ja.
Okay, gut. Ein Pfeil wirst du abwerfen. Ich decke diese Richtung ab. Umschweißen. Genau so. Gut. Pullo. Naja, das wird den schon nichts ausmachen. Auch umschmeißen die Ratte. Okay. Du musst ihm Verband drum machen. Ich brauche Hilfe, um weiterzumachen. Jetzt hat sie natürlich zig Treffer bekommen, die Gute. Und du bist dran. Schmeckt römischen Stahl! Du gehst jetzt zurück. Du auch. Wo hat denn da seinen Bogen? Gute Frage. Ich bin bereit zu schießen, sobald ich sie sehe. Haltet stand! Ich falle Ihnen in den Rücken! Na los, trefft mich doch! Ich könnte das den ganzen Tag machen! Wie weit kommst du mit dem griechischen Feuer? Na los, schieß! Das ist klassisch! Okay. Wenn sich irgendjemand bewegt, bekommt er einen Pfeil ab. Ganz cool bleiben. Okay. Gut. Du hast keinen Verband. Aber du hast einen Verband. Helft mir und ich werde unsere Feinde niedermachen. Haltet mit mir mit! Na los, Consigius. Kannst du den auch treffen? Nee. Cesu. Wird Zeit, dass du dein Schwert wieder ziehst. Okay. Gut. Das sieht gut aus. Das schaffen wir nicht.
Wir verlieren! Haltet einen kühlen Kopf, oder ich sorge dafür, dass ihr ihn bekommt. An der Misa kommt keiner vorbei. Von euch Schwanzlutschern. Das ist wunderschön. Dank diesem griechischen Feuer. Ich werde dieses Gebiet halten. Kannst aber du machen. Passt auf mich auf. Mach ich. Pullo ist drin. Hey, was war das denn für ein Schrott? Genauso. Na los, verfolge ihn, Deianera, diesen Drecksack. Gut gemacht. Bei Mars! Wer ist da? Wir sind umzingelt! Sie sind überall! Hades hole euch! Ihr seid mir im Weg! Zurückfallen! Nun gut. Trotzdem, drei Verbände verbraucht und einmal griechisches Feuer. Das ließ sich nicht vermeiden. Leider. Amulett des Romulus. Sagittarius Helm 3. Hey, hey, hey. Achso, die laufen doch mal als Einheit, ist doch richtig. Berserker, makelloses Material, Leinen. Kettenrüstung für Lochros. Ganz interessant. Muss ich das mal gucken. Der Helm ist nicht schlecht. Liberales, wem habe ich immer? Considius. Was kriegst du denn? Fokus Maximum 3, das ist gar nicht schlecht. Was ist denn bei dir? Fokus 3, Lebensenergie 3, kritische Trefferchance 3. Na, es kann weg. Das geht schon. Fünf, drei, eins. Ist genau gleich. Berbersperr. Dann nimmst du das Ding. Gut. Das ist nicht schlecht gemacht. Muss das immer mit den kämpfen, die zufällig in der Nähe waren.
Warte mal. Abbrechen. Mist. Da sind doch Feinde unterwegs. Hab ich gar nicht gesehen. Ja, toll. Funktioniert er trotzdem. Oh Gott sei Dank, es konnte alles geblockt werden, diese Schweine. Wer fehlt denn hier? Warum ist denn hier Lipo, Metellus, Ursulus? Warum fehlt denn hier ein Offizier? Gute Frage, was brauche ich denn hier? Kavallerie oder Logistik? Dich hier. Ursulus. Quomodo copias ponere debemus. Moment, cool bleiben. Das brauche ich. Manipelgassen. Kommst du wieder mit massig Reiterei. Noster legio hostem impetivit. Infanterie brauche ich. Keilbilden. Keilbilden. Patiens per Cuneus Capolite. Adversari milites nostram positionem aggrediuntur. Keinen Grund hergeben. Ja. Starte! Starte! Plündern. Macht sie nieder. Instate hostibus eos persequimini. Das sind üble Kämpfe. Üble Kämpfe. Die Moral ist bei 43%. Warum fehlt denn hier ein Offizier? Ich hab gar keine Benachrichtigung bekommen. Wo bin ich denn jetzt? Ziemlich weit hier hinten. Na, wo ist er denn, die Legion? Muss weiterlaufen lassen, hör auf! Ihr bleibt dort stehen! Wie sieht denn das mit Wasser aus? Gut. Ihr holt euch jetzt das. Und ihr geht mal da rein. Hof des Himmels. Und hier sind alle da. Was war denn da mit dem einen Centurio? Das, da hätte man doch eine Benachrichtigung bekommen müssen. Ich weiß nicht, was damit war. Plötzlich weg. Na, wo sitzt der denn? Der höchsten Spitze wieder. Ups, 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 ups. Hier drinnen im Zelt. Ihr habt euch reichlich Zeit gelassen. Ich habe auch Aufgaben zu erledigen, die nichts mit euch zu tun haben. Nett, aber schwer zu glauben.
Ich bin diejenige, die euch helfen wird, diesen Krieg zu gewinnen. Machen wir uns ohne weitere Verzögerung ans Geschäftliche. Soweit ich das verstehe, braucht ihr eine Art Beweis, den ihr vor dem Senat gegen euren Feind verwenden könnt. Etwas, was seine geschäftlichen Beziehungen mit meinem Ehemann beweist. Zum Glück führt mein Mann sorgfältige Aufzeichnungen über solche Abmachungen. Und ihr habt die Möglichkeit, an diese Aufzeichnungen heranzukommen? Wenn ihr mich noch einmal unterbrecht, werde ich euch vor euren Männern auspeitschen lassen. Ptolemaios bewahrt alle Bücher mit den Details zu seinen Geschäften in seinem Palast in Alexandria auf. Wir werden meinem Ehemann einen Besuch abstatten. Es könnte für euch von Vorteil sein, seine Bekanntschaft zu machen. Findet ihr nicht? Auf jeden Fall. Ich soll dir schöne Grüße von Attia sagen. Was hat sie gesagt? Stirb Qualvoll, du von einer Sau geborenen Schlampe. Na gut, okay, was haben wir denn hier? Alexandria liegt tief im Feindesgebiet. Das ist kein Problem. Das Volk Ägyptens wird uns nicht in unseren Reisen behindern. Und mein Ehemann sucht vermutlich nur nach einem Grund, mit mir zu reden. Fein. Woher genau wisst ihr, dass ich nach solchen Beweisen suche? Oh, war das ein Geheimnis? Das wusste ich nicht. Ich habe eine innige Beziehung zu Geheimnissen. Sie neigen dazu, sich mir zu offenbaren. Das klingt aber nach einer perfekten Gelegenheit für Loco oder Ptolemaios, uns ermorden zu lassen. Ermorden? Funktioniert so eure glorreiche Republik? Ich bin mir sicher, dass sich unsere Gegner niemals so tief herablassen werden. Aber alle Scherze beiseite. Ptolemaios hat uns sehr offiziell sicheres Geleit angeboten. Einen von uns beiden zu töten, würde seinen Ruf dauerhaft schädigen. Ich dachte, wir würden Krieg gegen sie führen. Krieg ist nicht nur eine einfache Angelegenheit von Schwert und Schild. Ein ruhmreicher Anführer wie ihr weiß das doch sicherlich. Ein Krieg wird am besten ohne auch nur einen Tropfen vergossenes Blut gewonnen. Das klingt ja nach einer furchtbaren Idee, viel zu gefährlich. Gefährlich oder nicht, wir werden es tun. Ich habe schon alles arrangiert. Dies könnte uns die Gelegenheit bieten, diesen Krieg zu beenden. Ich habe das Gefühl, dass Ptolemaios zu Friedensverhandlungen bereit ist. Ihr habt gehandelt, ohne mich zu fragen. Ich mag solche Überraschungen nicht. Und zugleich handelt ihr ständig, ohne euch mit mir abzusprechen. Wir müssen aufeinander vertrauen, um vernünftige Entscheidungen zu treffen. Es ist sicherer, getrennt zu reisen. Wir werden uns in Alexandria wieder treffen. Gehabt euch wohl. Wenn ihr mich noch einmal unterbrecht, sagt sie. Kennst du nichts, diese elende Kuh? Alles Verräter. Muss ich hier was kaufen? Nee, ich muss ja gar nichts kaufen. Die Frage ist eher, wie viel Geld habe ich jetzt? 4,6. Naja. Naja, die Typen haben ihre Posten verlassen. Ich muss unbedingt einen neuen Centurio kaufen. Ausbilden. Ich weiß gar nicht, warum der weg ist. Hof des Himmels. Ich weiß jetzt, warum der Hof des Himmels heißt. Okay, wie sieht denn das aus? Die Legionsaufgabe läuft. Ihr müsst hier rüber. Der entstellte Jäger. Obwohl die weite Wüste sich beständig geheimnisvoll und abenteuerlich anfühlt, besteht auch alles in ihren Steinen und Sand. Darum reagiert er auch sofort, als ein Glitzern zwischen trockenen Büschen abseits der Straße sieht. Die Erscheinung zu erkunden bedeutet auch nur einen kleinen Umweg. In einer fast gänzlich ausgetrockneten Oase findet ihr einen toten Jäger, der ganz offensichtlich von einer großen Raubkatze zerfleischt wurde. Dann begrabt ihn wieder mit seiner Habe, das hab ich ja schon immer gemacht. Okay.
Wasser sieht gut aus. Das nächste Ziel ist aber das hier. Was ist denn das? Scheint irgendwas Großes zu sein, ich habe keine Ahnung. Ereignisloser Tag, ja, bla. Mist. Zurück ins Lager. Das Pullo erwischt. Aber ich muss meine Vorräte sowieso erfrischen. Von der Sache her ist es egal. Wo ist er denn hier? Gut. Das dauert nur 12 Stunden. Das war also jetzt nicht sehr schwer. Du gehst hier rein. Du gehst hier rein. Hier kann man ja mal gucken. Achso, und hier muss ich gleich gucken. Ja, ein bisschen was hat er wieder. Gut. Kleine Operation. Medizin hab ich genug. Braucht ihr etwas? Muss ich das mal gucken. Wo ist der Typ hin? Der ist auch nicht verletzt oder sowas. Das ist einfach weg. Kavallerie, Infanterie, Artillerie, Kavallerie, Artillerie. Ich brauche Logistik. Der hat Logistik. Trotzdem brauche ich noch einen Offizier. Denn hier. ...3600 Mann haben die wieder. Das ist gut. Das ist gut. Verbesserung. Emporium tauscht Ressourcen. Ja, wunderbar. Das ist wichtig, das Ding auszubauen. Eure Weisheit ist ehrfurchtgebietend. Dank euch hat sich mein bescheidener Stand in einen ausgewachsenen Markt verwandelt. Es ist einfach herrlich. Glückwunsch. Oh ja, Glückwunsch, na endlich. Na komm, mach. Ja, wunderbar. Das klappt, kleinen schönen Geldschub. Und klein noch ein paar Moment andersrum. So, so. Und so. Ja, super. Gut. Halt hier auffüllen. Gibt's noch mehr Verbesserungen? Ja, hier Mauern. Was ist denn das? Imperatorzelt. Lässt ein Prätorianer, um taktische Gegenstände aufzufrischen. Die Schmiede habe ich schon. Was ist das? Arsenal. Kriegslisten der Stufe 3. Oder einmal Kriegslisten zu produzieren. Erhöht die Stärke der Legion bei einem Angriff auf einen Vorposten um 10%. Ne, erstmal das hier. Imperatorzelt. Das ist natürlich gut. Aber. Na, sieht schon besser aus. Sogar mit Teppich.
Denn hier brauche ich ja nur alles. Ah, gut gearbeitet. Mehr geht erstmal nicht. Der ist hier drin im Zelt, der ist in der Fabrik. Schmiedegarnison habe ich jetzt nicht und das brauche ich auch nicht. Ja, das ist gut. Reis zum Palast. Alles ist ruhig. Des Pharaos in Alexandria. Halt. Das war die falsche Taste. Hier sieht's gut aus. Was ist denn das hier? Memphis. Sag mal, sollte ich nicht nach Memphis? Wegen dem Schwert? Hier sind nicht mal viele Leute drin. Greif das Ding an. Dann habe ich nur gerade. Ach doch, Ursulus kann das machen. Quomodo velitis procedere. Fordernder Vorstoß. Congregate copias dextrolare. Noster legio hostem bevenerunt. Katapulte entfesseln. Katapultas tendite! Tempestas peor fit. Ja. Deckung suchen. Recedite et munite. Naja, Kapitulation akzeptieren. Misere amor. Moral bei 43. 329 Mann verloren. Oder ausgefallen, wie auch immer.
Feinde rücken an. Tut nichts. Ach, auch hier. Okay. Na, ich könnte die Sägemühle noch einnehmen. Locker. Und ein paar Sklaven ranholen. Auch gut. Gut, wo muss ich jetzt hin? Redet mit einem Schmied über diese seltsame Waffe. Hat er nicht irgendwas von Memphis erzählt oder habe ich das bloß falsch verstanden? Aber ich soll ja erstmal nach Dings gehen. Diplomatische Ablenkung, da bin ich ja mal gespannt. Das ist auf jeden Fall interessant. Wie weit ist denn das weg? Reiß mal dahin. Uralter Schrein für Reisende. Auf euren Reisen stoßt ihr auf einen uralten Schrein einer unbestimmten örtlichen Gottheit. Ach ja. Zweifellos ein Schrein für einen Gott der Reisen. Wir sollten für alle Fälle ein Opfer bringen. Natürlich, Boris. Wir müssen uns nicht mit irgendwelchen schachernden Göttern abgeben. Wisst ihr, was das ist, Legate? Das ist ein Glücksfund für uns. Einfach 100 Denarii und gut ist. Wir können es uns ja nicht leisten. Mitten durchs feindliches Gebiet, Heliopolis. Krokodilopolis oder wie das Ding hieß. Ach du Heimatland, ich muss hier hinten lang. Oh gut, kann alles geblockt werden, das macht Libo. Lucius Libo. Milites Mandata expectant. Nee, hier schwaches Zentrum. Alicite hostes in Media Patia. Brutale Kavallerieumkreisung, das klingt gut. Milites nostram positionem aggrediuntur. Stehen bleiben. Starte! Starte! Nee, das ist nicht so gut. Das ist schon okay. Kapitulation mit Bedingungen akzeptieren. Misere amor. Gut gemacht. Haben sie zumindest zurückgetrieben, diese Mistschweine. Wo bin ich denn jetzt? Du musst das mal klar sehen. Nichts gefunden. Hier ist ein Brunnen, den brauchst du aber jetzt noch nicht. Nagetiergefahr ist klar.
Alexandria. Die große Stadt Alexandria ist der Sitz der Macht der ptolemäischen Dynastie und die Heimat der Bibliothek von Alexandria und des berühmten Leuchtturms von Pharos. Da seid ihr ja. Da seid ihr ja. Ich bin ebenfalls gerade eingetroffen. Treten wir ein. Einen Moment noch. Wir brauchen einen handfesten Plan, bevor wir da reingehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Legatus einen Plan hat. Ich kann Loco mühelos beschäftigen, während ihr die Bibliothek nach den Büchern durchsucht, die Locos Verschwörung mit dem Pharao beweisen. Eure Aufgabe wird leichter sein, wenn ihr sie alle gemeinsam angeht. Wenn ich euch einen Rat geben dürfte, gebt euch nicht allzu freundlich mit Kleopatra. Sie und Ptolemaios liegen bereits im Krieg miteinander. Wenn sie merken, wie eng eure Allianz ist, könnte es der Pharao für das Schlauste halten, sie einfach hinrichten zu lassen. Ihr solltet einen Grund für eure Abwesenheit vorgeben, aber wir sollten besser keinen Kampf beginnen, den wir nicht gewinnen können. Der Palast ist voller Wachen. Ja, das ist klar. Das ist klar. Möge Serapis dieses friedliche Treffen segnen. Amen. Willkommen in Alexandria. Wir haben eure Ankunft erwartet. Ich hoffe, dass ihr mit eurer Unterbringung zufrieden sein werdet. Ihr wagt es, euch an diesen Römer zu wenden, anstatt an eure rechtmäßige Königin? Beruhigt euch, eure Arroganz ist kein bisschen hilfreich. Vielleicht haben sie nur mit mir gerechnet. Unwahrscheinlich. Angesichts der Tatsache, dass ich das Treffen arrangiert habe. Und selbst wenn, ist es unhöflich, einen Untergebenen anzusprechen, wenn eine Herrscherin anwesend ist. Ich bin nicht euer Untergebener. Wir sind in Ägypten. Dies ist mein Land. Solange wir hier sind, ist jeder mein Untergebener. Das solltet ihr euch besser merken. Carmion! Hey! Mit dieser Respektlosigkeit bringt ihr euch in große Gefahr. Was zum Kuckuck macht die denn hier? Ah, die römische Delegation ist angekommen. Informiert die Köche. Na los, Rumpsteak, aber flott. Willkommen in Alexandria, verehrte Römer. Guten Tag. Möge Ra's Licht auf euch scheinen. Heil, Ägypter. Das ist nicht akzeptabel. Ich brauche Zugang zur Bibliothek. Also hat er dieser seltsamen Priesterin endlich... Der Buchhalter darf unter keinen Umständen... Das hat er. Ich glaube ja nicht, dass sie den Thronsaal wieder... Aber ich habe die Pflicht, die Chronik fortzusetzen. Ja, das wissen wir auch. Ich kann leider nichts für euch tun. Ich gehe ja schon. Bei der Göttin, hört auf, mich zu verfolgen. Ihr habt Glück, dass der Pharao euch nicht hat hinrichten lassen, dummes Mädchen. Wie unhöflich. Wollt ihr, dass ich einen Fluch der Ubaste auf euch herabbeschwöre? Denn mir steht es mit euch bis hier. Ihr könnt mich nicht verfluchen. Findet es doch raus. Geht einfach nach Hause. Der Pharao erwartet wichtige Gäste. Der Pharao wollte nicht hören, was ihr zu sagen habt? Offensichtlich nicht. Er will dieses alberne Fest auf jeden Fall abhalten. Oh, das wird so viel Ärger geben. Mein Ehemann gibt ein Fest? Wie unüblich für ihn. Ich weiß nicht, wer euer Ehemann ist. Der Pharao aber will ein Fest für Serapis in Memphis. Das ist gut. Ubaste wird so wütend sein, ganz zu schweigen von allen anderen. Genau. Mein Ehemann. Der Pharao. Euer Ehemann, der Pharao? Das heißt, ihr seid...
Oh, vergebt mir, Eure Majestät. Ich habe euch nicht erkannt. Das ist fort, so... Fort. Ich werde fortfahren. Also... Ich werde fortfahren. Ich habe hier einen Monat auf eine Audienz gewartet und dann... zu Hause zählen alle auf mich und ich habe es vermasselt. Ihr seid seit einem Monat hier? Kennt ihr euch gut im Palast aus? Ich denke schon. Wir suchen einen Ort, an dem Bücher und Schriften aufbewahrt werden. Kennt ihr den? Die Bibliothek? Das ist das Gebäude gleich da drüben. Danke, ich hoffe, das Problem mit diesem Fest lässt sich klären. Viel Glück da drin. Ich werde mir eine Ecke zum Heulen suchen. Euch geht es furchtbar, Mädchen. Ich setze mich zu euch. Oh ja, danke. Mögt ihr Katzen? Was hat die gezeigt? Irgendwo hier hinter, das hier. Hier geht's zur Bibliothek. Okay. Naja, jetzt bin ich mal auf den... Oh, guck mal, wer hier ihr steht. Ihr befindet euch in der Anwesenheit von Ptolemaios Theos Philopator. Er, der über Land und See herrscht. Diese Welt und die nächste. Über die Toten und die Lebenden. Er, der das Antlitz der Sonne und der Wille des Nils ist. So war mir Gott helfe. Hallo, Ehemann. Hallo. Ihr seht heute besonders erbärmlich aus. Es ist immer gut, euch zu sehen, meine ehrenwerte Ehefrau. Es ist üblich, einen fremden Herrscher mit einer Verbeugung zu begrüßen. Marcellus. Marcellus. Aber ungefragt reden ist es nicht. Also haltet den Mund. Hütet eure Zunge! Ihr seid umstellt! Entschuldigt, Marcellus. Er hat geschworen, mich unter Einsatz seines Lebens zu beschützen und ist manchmal etwas übereifrig. Bald ist er tot. Und erneut erweist ihr Römer euch als eine endlose Quelle des Amüsements. Gut, ich denke, wir sind ausreichend miteinander bekannt. Wollen wir also beginnen? Schön. Es scheint zwischen den verschiedenen Parteien bei diesem Treffen einiges an Spannungen zu geben. Das dient allerdings niemandem. Lasst uns reden. Ich bin mir sicher, dass wir eine sinnvolle und zufriedenstellende Lösung für unseren Konflikt finden können. Es gab da einen unglücklichen Zwischenfall im Vorhof. Eine Wache hat ihren Kopf verloren. Meine Leute würden sich gerne um den Leichnam kümmern. Marcellus, nimm Hortensius mit und helft ihnen. Aber... Tu, was ich dir sage. Okay. Das ist ungünstig. Wir müssen diese Dokumente finden. Aber das können wir nicht. Solange Lurkos Männer uns über die Schulter schauen. Sie sehen nicht gerade fähig aus. Ich denke, wir können die beiden leicht erledigen. Ich wäre sehr glücklich, wenn wir sie loswerden könnten, ohne noch mehr Leichen zu hinterlassen. Kalida, ihr könnt gut mit Leuten reden. Erfindet einen Grund, wegen dem zumindest zwei von uns weg müssen. Oder seid weniger charmant, damit ich euch wegschicken kann, um nach den Büchern zu suchen. Findet eine Ausrede, um euch von Lurkos Männern abzusetzen. Na, die alte Sörner hier, die konnte gut mit dem Dolch umgehen. Was für eine Verschwendung. Armer Junge, dessen einziges Verbrechen es war, nach Ägypten zu kommen. Es handelt sich um einen unglücklichen Bruch der Etikette. Unglücklich? Der Mann ist abgeschlachtet worden. Was redet ihr da? Das sieht doch nach einem völlig sauberen Schnitt aus. So etwas Dummes kann nur ein griechischer Philosoph sagen. Ihr seid ein Heiler, oder? Ich kenne mich ein wenig aus. Das ist eine gute Idee. Janus, sei uns allen gnädig, Marcellus. Dieser Servus ist mehr Mörder als Heiler. Hol uns lieber einen Wein, bevor du aus Versehen noch jemand umbringst, Synaros. Endlich sagt jemand hier etwas Sinnvolles.
Meine Kehle ist so trocken wie die Wüste. Ich kann nur zustimmen. Reden wir bei einem Becher Wein weiter. Gut. In der Zwischenzeit. Jetzt, da die unangenehme Plauderei hinter uns liegt, können wir vermutlich endlich das Geschäftliche besprechen? Loco! Ah, nee. Naja, bleibt mal cool. Ich habe nicht den gnadenlosen Instinkt für das Geschäftliche wie ihr, aber ich werde versuchen, auf eurer Ebene mitzuverhandeln. Heißt das, ihr habt ein besseres Angebot? Ihr habt unsere Aufmerksamkeit. Trotz seiner endlosen Weisheit ist seine Majestät nicht daran gewöhnt, mit Römern umzugehen. Speziell nicht mit solchen, die einen Posten im Senat bekleiden. Gehen wir es langsam an und klären wir zunächst einige Grundlagen. Ich bin eine lange Strecke gereist, um mit meinem Ehemann zu reden. Ich habe nicht im geringsten die Absicht zuzuschauen, wie zwei Römer schlecht verhehlte Beleidigungen austauschen. In welcher Position seid ihr hier genau, Loco? Als ein Berater seiner Majestät. In erster Linie, um römische Interessen zu schützen. Nee, bleib mal cool. Also beratet ihr den Regenten eines fremden Königreichs im Interesse Roms und zu Lasten seines eigenen Landes zu handeln? Der eigene Vorteil bedeutet nicht immer einen Verlust für den anderen. Die besten Handelspakte werden dann geschlossen, wenn beide Seiten von ihnen profitieren. Was ich nicht verstehe, ist, warum ihr Lucullus habt ermorden lassen. Ist das nicht zu riskant? Der Tod des Prokonsuls ist eine Tragödie. Wir alle betrauern seinen Verlust. In solchen Zeiten ist es nur verständlich, wenn man überall Feinde sieht. Aber denkt daran, dass manche Leute eure Worte als Anschuldigungen auffassen könnten. Es ist nicht gerade weise, von einem so schwerwiegenden Verbrechen zu sprechen, wenn man keine überzeugenden Beweise dafür hat. Nee, bleib mal ganz locker. Na schön, dann sagt mir, wer ihn getötet hat. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Wer auch immer seinen Mord arrangiert hat, muss ein wahrer Narr sein. Rom kann ein wertvoller Verbündeter sein, aber ihr Zorn ist furchteinflößend. Die meisten Menschen, die ermordet werden, hatten den Tod auch verdient. Vielleicht hatte Lucullus jemandem großes Unrecht getan. Weise Worte, Eure Majestät. Wir sind hier, um einen Friedensvertrag auszuhandeln. Ist euch nicht klar, dass wir derzeit mit Ägypten im Krieg sind? Ihr macht euch also mit dem Feind gemein. Feind ist so ein starkes Wort. Ägypten ist ein loyaler Verbündeter Roms und erlebt derzeit nur eine Phase von Unruhe unter dem Volk. Diplomatische Verbindungen bleiben dabei offen, wie ihr sehen könnt. Wir sind hier, um einen Friedensvertrag auszuhandeln. Sollen wir damit weitermachen? Ein Friedensvertrag? Befinden wir uns im Krieg? Wisst ihr wirklich so wenig darüber, was in eurem eigenen Land vor sich geht? Das Leben einer Königin ist langweilig, Römer. Zuweilen braucht man da eine neue Ablenkung. Wann immer meine Ehefrau ruhelos wird, sucht sie sich ein neues Spielzeug. Euer Volk vergießt täglich Blut in eurem Namen und ihr denkt, das ist nur so eine Art Spiel? Menschen vergießen Blut. Das liegt in ihrer Natur. Besser, wenn sie es im Namen ihres Gottes vergießen, als für nichts. Werdet ihr weiter wie alte Fischweiber tratschen oder kommen wir endlich dazu, die Bedingungen zu verhandeln? Na gut. Wenn wir uns auf Kalidas Fähigkeit verlassen, sie abzulenken, sollten wir meiner Ansicht nach jetzt genug Zeit haben. Bibliotheken, Schriftrollen und Bücher sind eure Welt, Synaros. Geht voran, aber seid diskret. Gut.
Ich habe eine Idee, Magister. Lasst es mich mal versuchen. Aber gerne doch. Jede Idee ist besser als nichts. Folgt mir. Folgt mir. Ja, geh erstmal zu dem Ding hier. Ja, das ist es. Verschlossen. Irgendwelche Ideen, wie wir da reinkommen? Was? Katzen? Wir hetzen Katzen auf sie. Katzen, soweit das Auge reicht, das kannst du nicht sagen. Die Tür sieht sehr dünn aus. Ich wette, die kann man leicht aufbrechen. Und dann wird sich ein ganzes Regiment an Wachen auf uns stürzen. Ja, das stimmt. Wir werden was anderes versuchen. Danke. Sag mal, Katzen, wir hetzen Katzen auf sie. Katzen, soweit das Auge reicht. Die Priesterin von Ubaste, der wir vorhin begegnet sind, müsste doch Katzen haben. Bitte nehmt das hier ernst. Nur weil sie Katzen verehrt, heißt das nicht, dass sie irgendwie auf übernatürlichem Wege die Kontrolle über sie hat. Ist euch das Loch neben der Tür aufgefallen? Vielleicht kommen wir darüber hinein. Ich habe es gesehen. Aber wir sind zu groß, um uns dadurch zu zwängen. Kalida könnte vielleicht hindurchpassen, aber sie ist mit Lurkos Männern beschäftigt. Ich werde mich umsehen und nach Inspiration Ausschau halten. Großartig. Sagt mir Bescheid, wenn ihr welche gefunden habt. Okay, gut. Das hier. Na hier. Das war nicht schwer. Sieht so aus, als würden sie hier renovieren. Vielleicht. Ah, so ein Pech. Da passt ihr auf keinen Fall durch. Na, aber hier drüber kannst du doch klettern. Sieht so aus, als würden sie hier renovieren. Vielleicht. Ah, so ein Pech. Da passt ihr auf keinen Fall durch. Vielleicht ist das dann der Ausweg. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr dort etwas bauen, wenn ihr genug Gegenstände dafür gesammelt habt. Vielleicht könnt ihr dort etwas bauen, wenn ihr genug Gegenstände dafür gesammelt habt. Kleiner Hammer. Denkt ihr, das wird die Tür öffnen? Lasst mich nur. Ihr werdet schon sehen. Na gut, na gut. Hey, warum zerschlagt ihr die Werkbank? Ich brauche das Holz. Ihr werdet schon sehen. Sieht so aus, als würden sie hier renovieren. Ja, ja, ist okay. Ihr habt ihr die volle Bestia-Tabat-Sonderbehandlung gegeben. gut, jetzt hat er einen Hammer. Hier ist ja auch nicht viel. Hier ist ja wirklich nur die Seite. Warum könnte ich das Ding jetzt kaputt machen? Geh nochmal zu der Tür. Und? Habt ihr schon eine Idee? Nein. Das verwirrt mich. Na, hier rein kann ich nicht gehen. Okay. Und hier zurück kann ich auch nicht gehen, ne? Komm nicht raus. Kann ich mal gucken, was passiert. Verschafft euch Zugang. Der hat einen Hammer aufgehoben und hat diesen Tisch zu Kleinholz verarbeitet. Durch den Spalt würden wir sowieso nicht durchkommen, ob das Gerüst hier dasteht oder nicht. Ich dachte, wenn die hier oben stehen, können die hier drüber gehen. Und auf das Gerüst, das muss doch irgendwie gehen. Sieht so aus, als würden sie hier renovieren. Ja, eben. Ihr habt ihr die volle Bestia-Tabat-Sonderbehandlung gegeben.
Okay, dann gehen wir hier weiter. Guck mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Nein, du kannst bloß wieder hier rausgehen und das bringt mir nichts. Hier ist ein Seil. Das ist sicherlich eine gute Idee. Ja, das ist gut. Und was werdet ihr jetzt damit machen? Mit dem jetzt hast du einen Hammer und ein Seil. Mal sehen, ob das reicht. Ein Seil ist sehr gut. Sieht so aus, als würden sie hier. Ja, immer noch, klar. Guck dich mal weiter um. Die sitzt hier rum und heult. Geh mal hier hin. So einen Stuhl kannst du nicht verwenden. Nicht, dass er den Stuhl zerkloppt. Geh mal lieber hier hin. Ja, setz dich hin und denk nach. Das ist immer das Beste, was du machen kannst. Und? Habt ihr schon... Nein, noch nicht. Ich arbeite dran. Hier, das ist ein Brett. Da habe ich einen Hammer, ein Seil und ein Brett. Wollt ihr daraus eine Art Werkzeug machen? Ich habe keine Ahnung. Na, hab ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Sieht so aus, als würden sie hier renovieren. Ihr habt ihr die volle Bestia Tabak Sonderbehandlung gegeben. Ein Seil, ein Hammer und ein Stück Holz. Und? Habt ihr schon... Ich hab keine Ahnung, echt nicht. Da kannst du reden, vielleicht weiß die irgendwas. Geht nicht weg! Ihr seid im Palast des höchstgöttlichen Pharaos von Ägypten. Was benötigt ihr, Krieger? Kümmert euch Deianira gut um euch? Sie hat mir von ihrer Religion erzählt. Sie ist recht ungewöhnlich. Denkt dran, das sagt eine Frau, die Katzen anbetet. Ich wollte nicht unhöflich sein. Danke, dass ihr bei mir geblieben seid. Ich brauche Katzen. Seid ihr eine Katzenpriesterin? Könnt ihr mir helfen? Eine Katze bleibt ungesehen, es sei denn, sie soll gesehen werden. Seht euch um. Katzen sind überall. Findet sie und sie werden euch helfen. Optional, findet genügend Katzen, um für Chaos zu sorgen. Schickt keine Dienstmägde in die Quartiere der Wachen des Senators. Versteht ihr mich? Das tue ich. Aber er hat persönlich noch nicht gesehen. Das ist mir egal. Schickt einen der Männer. Wenn er sich beschwert, sagt ihm, er soll direkt mit mir reden. Hier? Ja. Gefunden.
Was habt ihr vor, Bestia? Wollen wir einen Zoo aufmachen oder was weiß ich? Ich bin nicht sicher, ob die jetzt auch hier rauskommen können. Muss ich mal gucken, ob hier draußen irgendwas ist. Wenn hier draußen was ist, dann kann ich auch rausgehen. Schwierig. Nee, ich kann nichts entdecken. Warum hat er die Werkbank zertrümmert? Ich glaube, das war falsch, die Werkbank kaputt zu machen. Versuchen wir, sie nicht auf uns aufmerksam zu machen. Ja, ja. Die Katzenpriesterin sagte, dass die Bibliothek da hinten ist. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich denke, es war ein Fehler, das Ding zu zerstören. Die Werkbank. Ich weiß gar nicht, warum der das überhaupt gemacht hat. Hier ist noch eine Katze. Entfesselt die Katzen. Ach so, die können jetzt hier reingehen und dann machen die Tür auf. Alles klar, kapiert. Was macht ihr da? Auf, meine Katzenkinder. Öffne die Tür für mich. Habt ihr den Verstand verloren? Wie soll das dazu führen, dass die Tür... Wer hat diesen Ansturm von Katzen auf die Bibliothek losgelassen? Gut. Ich versuche hier drinnen zu arbeiten, wisst ihr? Vergesst es. Gut gemacht, sehr gut. Also wünscht ihr eine endgültige Lösung für unsere Unstimmigkeiten? Ich muss zugeben, das ist verlockend. Lasst uns euren Vorschlag hören. Mein Vorschlag ist recht simpel, Liebster. Ihr brecht euren Angriff ab und ich werde meinen rechtmäßigen Platz auf dem Thron einnehmen. Lächerlich, wie immer. Und wenn ihr auf dem Thron sitzt, was sollen wir dann tun? Fragen wir uns. Ihr werdet zusammen mit dem mordenden Abschaum wie Vitellus Loco zum Tode verurteilt. Das kannst du natürlich nicht sagen. Über irgendeinen anderen Ort herrschen. Ich habe gehört, Kyrenaika soll zu dieser Jahreszeit ganz wunderbar sein. Ich mag diese Idee. Sie ist kreativ und ausreichend erniedrigend für euch. Ihr werdet über Cyrenaika herrschen. Genau wie euer Großvater Fiskon. Wir sind nicht länger amüsiert. Eure Scherze sind ermüdend und beleidigend. Wir sind mit Sicherheit nicht zu eurem Amüsement hier. Alles geschieht nur allein zu unserem Amüsement, Römer. Ihr werdet das bald schon verstehen. Nun, ich denke, die beste Lösung wäre, eine Art gemeinsame Herrschaft zu arrangieren, die beiden gleich große Macht zuspricht. Gleich? So ist es. Damit sind alle glücklich und Rom kann weiter von unserem Handelsabkommen profitieren. Das klingt nach einer großartigen Idee. Habt ihr den Verstand verloren? Das ist eine furchtbare Idee. Wir haben die Zeugen im Garten befragt. Die Wache wurde von einem Diener der Königin getötet. Das ist großartig, Marcellus.
Aber wenn ihr hier seid, wo ist dann der Rest der Besucher? Sie entspannen sich draußen. Ich dachte... Ihr dachtet? Warum versucht ihr euch ständig an Dingen, in denen ihr nicht gut seid? Warum lasst ihr eine Gruppe potenziell gefährlicher Leute frei herumlaufen? Bei allem Respekt, Senator, ihr reagiert über. Es sind überall königliche Wachen postiert. Sie werden ja wohl kaum den Palast in Brand stecken. Lorco, dieser Drecksack. Hallo? Kann ich euch helfen? Mein Name ist Syneros. Ich bin hier, um im Rahmen einer Ermittlung um eure Hilfe zu bitten. Mein Name ist Claudius Tranquillus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch bei einer Ermittlung helfen kann. Meine Domini und ich ermitteln in einem Verbrechen auf Ebene des Senats. Ich muss einen kurzen Blick in eure Bücher werfen. Oh, tja, das tut mir leid, aber ich habe keine Bücher. Ihr müsst mich nicht anlügen, mein Freund. Ich bin nicht hier, um euch Ärger zu machen. Ich bin nur hinter eurem Arbeitgeber her. Ich lüge nicht. Ich merke mir nur einfach die Zahlen in meinem Kopf. Ah, dann verstehe ich, warum ihr so wertvoll für sie seid. Mit euch auf ihrer Seite gibt es keine Beweise dafür, dass sie Geld unterschlagen, das Rom als Steuern zusteht. Woher wisst ihr davon? Ich hatte nicht vor, damit reingezogen zu werden. Ich habe nur die Zahlen bearbeitet. Ich habe versucht zu gehen, als mir klar wurde, was sie tun, aber der Pharao hat gedroht, mich hinrichten zu lassen. Wir haben eine Liste von Sonderzahlungen gefunden, die an eine Gruppe von Spionen ging, die als Vixi bekannt ist. Habt ihr sie nicht geschrieben? Das habe ich. Der Anführer der Vixi hat die Überwachung seiner eigenen Organisation angeordnet. Ich habe versucht, sie so zu verschlüsseln, dass sie unknackbar ist. Es war eine geniale Verschlüsselung. Es hat uns große Mühen gekostet, sie zu durchschauen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so viel über Verschlüsselung und Rätsel wusste wie ich. Ihr habt von den Anführer der Vixi erwähnt. Wer ist der? Er wird der große Schatten genannt. Das ist alles, was ich über ihn weiß. Ich weiß nicht einmal, ob er Römer ist. Könnt ihr mir irgendetwas über diese Legio 17 sagen? Das ist offensichtlich keine echte Legion. Angeheuerte Schläger. Selbst ihre Nummer ist eine Anspielung auf den Tod. Ich weiß nicht, warum der Senator sie anheuert, aber ich kann euch sagen, dass er derzeit 1298 von ihnen beschäftigt. War es Vitellus Loco, der Lucullus hat ermorden lassen? Das glaube ich nicht. Der Mord am Prokonsul war schlecht für uns, hat zu viel Aufmerksamkeit auf unser Vorhaben gelenkt. Ich denke, es war der Pharao. Sie kommen nicht sehr gut miteinander aus, der Pharao und der Senator. Zumindest scheint der Senator das zu denken. Ich denke, es wäre am besten, euch hier raus und in Sicherheit zu bringen. Ich wünschte, ich könnte mit euch kommen, wirklich. Aber die Männer des Pharao werden uns beide töten. Ihr müsst vor dem Senat aussagen, mein Freund. Die Integrität unserer Republik hängt davon ab. Werdet ihr das tun, wenn wir eure Sicherheit garantieren können? Das werde ich. Meine Familie ist in Rom hoch angesehen. Ich kann alle Zahlen auswendig. Gut. Eure Majestät! Eine Horde Katzen dringt in den Palast ein! Es ist ein Zeichen von Ubaste! Wie dumm seid ihr denn? Denkt ihr, das erfordert die Aufmerksamkeit eures Pharaos? Corvinus, seht nach, was da los ist. Offensichtlich bricht dieser Ort unter eurer unfähigen Herrschaft in sich zusammen. Wir sind hier, um zu verhandeln, nicht um uns einander zu beleidigen. Was habt ihr wirklich vor, Legate?
Es ist genug Blut vergossen worden. Ich versuche, eine friedliche Lösung zu finden. Es ist kein einziger Tropfen vergossen worden, bevor ihr aufgetaucht seid. Wir hätten eine deutlich bessere Lösung für die Lage finden können. Na, nicht gleich so durchdrehen. Und das ist auch immer noch möglich. Ergebt euch und ich werde dafür sorgen, dass ihr ein gerechtes Verfahren vor Gericht erhaltet. Ich soll mich ergeben? Für welches Verbrechen? Ihr habt diesen Krieg begonnen, weil ihr vorgegeben habt, dass Ägypten euren Prokonsul ermordet habe. Erinnert ihr euch? Eure Majestät! Es sind Unmengen an Katzen! Der Palast wird von überirdischen Mächten überrannt! Das klingt nach einem schlechten Omen. Dieses Treffen ist beendet. Ziehen wir uns sofort zurück. Oh Jesus, gegen was kämpfe ich hier? Das war eine interessante Erfahrung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bitte sagt mir, dass ihr die Beweise habt. Nicht wirklich. Es hat sich herausgestellt, dass es keine Niederschriften gibt. Aber stattdessen haben wir einen Zeugen. Tranquilus. Den Mann, der die Aufzeichnungen für Lurko und den Pharao führt. Er glaubt, dass Ptolemaios hinter Lucullus Tod steckt. Also bringt uns das kein Material gegen Lurko. Allerdings heißt das auch, dass unser Casus Belli rechtens war, was eine große Erleichterung ist. Darüber hinaus hat er bestätigt, dass Lurko Steuergelder von Rom stiehlt. Und er ist bereit, vor dem Senat auszusagen. Dann müssen wir ihn von hier wegbringen. Leider wird das nicht möglich sein, bis wir nicht die Stadt erobern und diesen Palast einnehmen. So sei es, wir werden ihn bei der Eroberung retten. Solange ihr ihn rettet, nachdem ihr Ptolemäus den Kopf abgeschlagen habt. Kommt, gehen wir. Das nächste Mal, dass wir hier sind, wird dieser Palast mir gehören. Das nächste Mal wird es alles mir gehören. Fähigkeiten. Oh, das ist gut. Ist auch nochmal aufgestiegen. Lass mal gucken, was gibt's denn hier? Rächer passiv. Wenn ein Verbündeter außer Gefecht oder tot ist, wird die Schildstärke bla. Niederschlagen. Verspotten. Adrenalinsüchtiger. 50% Schaden, ja. Was war das? Kriegsschrei. Das kann ich ja jetzt machen. Das war doch eine gute Idee, Kriegsschrei. Und bei dir? Der Charakter gilt als Hülle und Deckung, solange er ein Schild trägt. Das ist gut. Syneros. Das hier. Gibt einem Verbündeten seinen Aktionspunkt zurück. Das ist tatsächlich extrem wertvoll. Bestia. Ja, Duell. Auch wunderschön. Das kann er leider nur einmal machen, aber wenn man da einen Anführer ranholt, wäre das gar nicht schlecht. Und du? Das hier, ne? Wirkt aufmerksam auf selbst. Jedes Mal, wenn ein Gegner innerhalb von 6 Hexfeldern Reichweite von Verbündeten angreift, schießt der Charakter auf diesen Gegner. Diese Fähigkeit kann nur einen Gegner pro Runde treffen. Ist aber trotzdem wertvoll, keine Frage. Okay. Ja, Fabius. Das. Vitalis. Das. Du. Das. Und Liberalis. Das sieht alles gut aus. Moment. Das hier, ne? Ja. Ja, super. Super. Okay, weg hier. Warte mal, wo bin ich denn? Hier hinten geht's raus. Wir gehen. Sie geht, wir rennen. Das war ein Ding.
Ein Stück ist es ja schon noch bis hierhin. Wenn ich das sehe. Das Beste wäre es, von hier zu kommen. Memphis. Die Stadt kann ich nicht mal sehen hier. Reitet. Oh, pass mal auf die Wasservorräte. Hier ist ein Brunnen. Naja, gefährliche Dünen. Doppelte Marschgeschwindigkeit. Wie befohlen, erhöhen die Männer das Tempo, um das Gebiet so schnell wie möglich zu durchqueren. Dieses Mal durchquert ihr... Gut. Hier ist es. Wie heißt das Ding? Tmone. Angriff. Na toll. Ursulus. Ja. Milites Mandat. 2900 Mann. Das hier natürlich doppelt ausgedehnte Linie. Artium Latius Extendit. Haben sie mir die Moral wieder raus, diese Arschlöcher. Ne, Centuria verteilen müsste machen. Contem Extendite! Positionem aggrediuntur. Oh Gott, das hier, Disziplin vorleben. Ja, trotzdem. Centuriones in Poelia. Voll reingehauen. 8 Punkte. Völlig gestört. Feiern. Bringen Legionsmoral. Kümmert euch um die Verwundeten, ist genauso wichtig. Ja, mach erstmal feiern. Einer ist gefallen. Ah, scheiße. Mist, der gute Typ ist gefallen. Liebe. Oh, das ist ja bescheuert. Mist. Geh mal hier rein. Ach, Mist, dieser erfahrene Kommandant. Zehntausend Goldstücke. Das ist wirklich bescheuert. Na, bleibt der jetzt erstmal bloß übrig. Was soll ich denn machen? Naja, ist von allen was dabei. Das geht schon.
Wird halt immer schwieriger. Ich wollte mal gucken, die Einheitengröße. 3000 Mann. Gib nochmal 2000 aus. Ja. Gut. Ja, das haben sie sich wohl verdient. Die kämpfen wirklich gut, die Leute. Tausend Denari sind wieder da, das ist gut. Rationen brauche ich. Okay. Abfüllen brauche ich nicht, das ist gut. Also gut, wo bist denn du? Hier. Du gehst hier rein. Und du gehst hier rein. Die anderen Kriegslisten nehme ich dann gleich mit. Ich will jetzt erstmal wissen, was ich machen muss. Es gibt etwas Seltsames vor sich. Vor einer Weile wurde eine Gruppe Legionari zusammen mit einer Einheit römischer Bauleute ausgeschickt, die in einem der hiesigen Orte ein Aquädukt errichten. Sie sollten schon fertig sein. Ich fürchte, ich könnte sie in eine Falle geschickt haben. Wirkten die Leute aus dem Ort verdächtig? Alle hier wirken auf mich verdächtig. Und wenn es keine Falle ist? Das ist möglich. Vielleicht versucht jemand anderes zu verhindern, dass das Aquädukt gebaut wird. Wir kümmern uns darum. Wer auch immer unsere Leute angegriffen hat, muss sterben. Wir müssen das allen deutlich machen. Ave, Legate! Ave. Das ist verständlich. Guten Tag. Guten Tag. Ah, hier, Verbesserung. Verbesserung. Oh, gar nicht schlecht, habe ich das voll. Steinmauern. Das ist doch mal was Tolles. Das sind Riesenmauern. Zwar jetzt keine Steinmauern, habe ich falsch gelesen. Ne, Mauern habe ich. Nicht Steinmauern, sondern Mauern. Alles klar. Hier sind Steinmauern. Erhöht die Stärke der Legion beim Angriff. Und vielleicht kann ich das dann sogar schon machen. Krankenhaus, Arsenal, Lavacrum. Lass deinen Prätorianer, um die auf gleichgültig zu heben. Prätorium. Ja, ja, die Rekruten. Das ist klar. Halt! Kriegslisten bitte. Es scheint nichts gebracht zu haben. Befestigung, Skorpione abfeuern. Ansturm. Wilder Ansturm. Letztes Aufbäumen. Na hier, gesicherter Rückzug. Pillar werfen. Schnell Pillar werfen. Keil. Vernichtender Keil. Keil bilden. Schildbewehrter Keil. Verstärken. Kühne Verstärkung. Haben. Okay. Ich weiß nicht, warum sie überhaupt versucht haben zu verhandeln. Es war nur eine Täuschung. Sie brauchten etwas aus dem Palast. Mit dem habe ich geredet, mit dem Schmied. Haben sie es bekommen? Ich glaube nicht. Sollen die Region erstmal befrieden? Hier. Lass das mal das erst befrieden alles und dann gehe ich mal nach Memphis. Das hat Vorrang. Heiße Quellen.